Hallo alle zusammen. Sehen Sie, was zu tun ist, wenn auf dem Fenster, der über ein HDMI-Kabel mit dem Computer verbunden ist, kein Ton zu hören ist. Die HDMI-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von digitalen Video und Audio von Ihrem Computer zu Ihrem Fernsehgerät. Viele Benutzer beklagen sich jedoch darüber, dass kein Ton zu hören ist, wenn der Fernseher an den PC angeschlossen ist und Videos wiederherstellen werden. Wenn auch Sie auf diesem Problem stoßen, zeige ich Ihnen das folgende Video, wie Sie es unter Windows lösen können. Zuerst müssen Sie verstehen, was der Grund für den fehlenden Ton ist. Es gibt viele Gründe für dieses Problem. Prüfen Sie zunächst, ob das Kabel funktioniert. Schließen Sie es an einen anderen Fernseher oder Monitor mit Lautsprecher an und prüfen Sie, ob Ton zu hören ist. Wenn Ton vorhanden ist, können Sie mit den PC-Einstellungen fortfahren. Wenn nicht, tauschen Sie das HDMI-Kabel aus. Überprüfen Sie die Toneigenschaften Ihres Fernsehers. Vielleicht ist er auf diesem Gerät ausgeschaltet. Die Hauptgründe für Audioprobleme auf Ihrem PC können folgende sein. Der falsche Audiotreiber oder ein ungeeignetes Wiedergabegerät ist installiert. In der Standardeinstellung sind die Lautsprecher anstelle des HDMI-Audioeingangs ausgewählt. Nach dem Anschließen des Fernsehgeräts sollten Sie als erstes den Computer neu starten, da ein Neustart in den meisten Fällen kleinere Probleme und Softwarefehler beheben kann. Wenn mehrere Audio-Ganzgeräte oder Soundkarten an den PC angeschlossen sind, können Konflikte austreten. Es gibt wahrscheinlich, dass der HDMI-Audiogang nicht automatisch aktiviert ist, weil die an den PC angeschlossenen oder in den PC integrierten Lautsprecher als Standardgerät definiert sind. Um die zu beheben, öffnen Sie Einstellungen, System, Ton. Wählen Sie hier das entsprechende Ausgabegerät. Als letztes öffnen Sie in diesem Abschnitt Audio-Control-Panel. Im geöffneten Fenster auf der Registerkarte Playback. Ihr TV sollte in dieser Liste angezeigt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie als Standard verwenden. Wenn das Gerät nicht in dieser Liste erscheint, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf leere Stelle und überprüfen Sie, ob deaktivierte Geräte anzeigen und getrennte Geräte anzeigen aktiviert sind. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Audiogerät und prüfen Sie, ob es aktiviert ist. Wenn nicht, klicken Sie hier auf Aktivieren. Wählen Sie dann Standard einstellen, übernehmen und OK, um die Änderungen zu speichern und das Fenster zu schließen. Prüfen Sie anschließend, ob ein Ton zu hören ist. Auf die gleiche Weise können Sie den Ton auf die Lautsprecher zurückschalten. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem vor der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Methode 2. Installierte Treiber aktualisieren. Die Installation von inkompatiblen Treibern kann auch der Grund dafür sein, dass kein Ton auf dem Fernseher zu hören ist, wenn er über HDMI angeschlossen ist. Versuchen Sie, Ihre Systemtreiber zu aktualisieren. Sie können dies entweder manuell tun, indem Sie den entsprechenden Treiber von der Website des Herstellers herunterladen und installieren. Der Treiber muss mit der Version Ihres Windows-Betriebssystems übereinstimmen. Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf die Datei, um die Installation zu starten. Sie können die Treiber auch über den Gerätemanager aktualisieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Startmenü und starten Sie den Gerätemanager. Erwarten Sie im geöffneten Fenster den Bereich Audio-, Spiel- und Videogeräte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie Treiber aktualisieren, automatische Suche. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät und wählen Sie Gerät deinstallieren. Deinstallieren. Dann öffnen Sie oben im Menü die Registerkarte Aktionen, Hardware-Konfiguration aktualisieren.
Der Adapter sollte neu installiert werden und der Ton sollte auch dem über HDMI angeschlossenen von seinem Gerät erscheinen. Sie sollten auch die folgenden Einstellungen überprüfen. Erweitern Sie den Abschnitt Audio-Eingänge und Audio-Ausgänge. Wenn neben dem Gerät ein grauer Pfeil angezeigt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und dann auf Aktivieren. Sie können auch versuchen, das Programm zu deinstallieren und die Treiber zu aktualisieren. Treiber aktualisieren. Deinstallieren. Aktion. Hardware-Konfiguration aktualisieren. Gehen Sie dann auf Systemgeräte, erweitern Sie es und suchen Sie nach High Definition Audio Controller und überprüfen Sie, ob es deaktiviert ist. Es wird nicht empfohlen, das Programm zu deinstallieren, da es nach der Deinstallation und dem neuen Start möglicherweise nicht automatisch installiert wird und kein Ton mehr zu hören ist. Prüfen Sie im Abschnitt Sound, Spiel und Videogeräte, ob ein NVIDIA High Definition Audio oder AMD-Gerät vorhanden ist. Dies hängt von der installierten Grafikkarte ab. Schalten Sie es ein, versuchen Sie den Treiber zu aktualisieren oder deinstallieren Sie es und aktualisieren Sie die Konfiguration. Wenn der HDMI-Anschluss ordnungsgemäß funktionierte und nach dem Upgrade ausfiel, kann ein Zurücksetzen der Grafiktreiber helfen. Beim Zurücksetzen der Treiber wird der aktuell auf dem System installierte Treiber entfernt und durch eine frühere Version ersetzt. Dieser Vorgang sollte alle Treiberfehler beseitigen und möglicherweise das Problem des fehlenden Tons auf dem angeschlossenen Fernsehgerät lösen. Öffnen Sie den Gerätemanager und gehen Sie zum Abschnitt Videoadapter. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Grafikkarte und öffnen Sie Eigenschaften. Öffnen Sie dann die Registerkarte, Treiber und klicken Sie auf Rollback. Geben Sie den Grund an. Klicken Sie dann auf Ja, um das System neu zu starten. Das System wird dann mit der vorherigen Version der Grafikkartentreiber neu gestartet. Wenn die Option Treiber zurücksetzen nicht aktiv ist, bedeutet dies, dass keine vorinstallierten Treiberdateien auf dem System vorhanden sind. In diesem Fall sollten Ihnen andere Methoden helfen. Die nächste Methode zur Behebung des Problems besteht darin, die Fehlerbehebung auszuführen. Öffnen Sie Einstellungen System. Ton unter Erweitert und führen Sie Fehlerbehebung bei allgemeinen Audioproblemen für Ausgabegeräte aus. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter. Es werden Anweisungen angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Problembehandlung auszuführen und die empfohlenen Korrekturen anzuwenden. Starten Sie Ihr System bei Bedarf neu. Prüfen Sie auch in den Toneinstellungen, ob dieses Gerät deaktiviert ist. Öffnen Sie Eigenschaften und aktivieren Sie hier den Ton. Öffnen Sie dann erweiterte Audioeinstellungen, Eigenschaften, setzen Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Gerätenutzung dieses Gerät verwenden. Gehen Sie dann auf die Registerkarte Ebenen und prüfen Sie, ob sie hier deaktiviert ist. Der Schieberegler sollte nicht unten 50% stehen und das Lautsprechsymbol sollte rot sein. Methode 5. Android TV neu starten. Wenn Sie einen Smart TV anschließen, versuchen Sie, ihn nach dem Anschluss neu zu starten. Je nach Modell und Betriebssystem kann der neue Start unterschiedlich ausfallen. In der Regel müssen Sie jedoch eine Zeit lang die Ausschalttaste drücken. Oder finden Sie die Neustartfunktion in den Einstellungen. Einige Fernsehgeräte haben mehr als einen HDMI-Anschluss. Vergewissern Sie sich in solchen Fällen immer, dass Sie ihn an den richtigen Anschluss anschließen. In der Regel sind neben dem HDMI-Eingang des Fernsehers neben der Anschlussnummer in Klammer zusätzliche Informationen angegeben. DW, CTW, AS, MH, HL. In den meisten Fällen unterscheiden sich diese Anschlüsse in einigen Funktionen. Wenn Ihr Gerät über einen HDMI-DVI-Anschluss verfügt, ist dieser Anschluss für den Anschluss von Computer und Laptops vorgesehen, wenn das Fernsehgerät als Monitor ohne Tonausgabe fungiert.
Wenn Ihr Fernsehgerät also über einen HDMI-Anschluss DVI der Version 1.3 verfügt und Sie Ihren Computer an diesen Anschluss anschließen, wird kein Ton ausgegeben. Mit der HDMI-Version 1.4 verfügt dieser Anschluss bereits über unterstützt für die Tonausgabe. Wenn Sie ein älteres Fernsehgerät haben, kann das durchaus der Grund sein. Stecken Sie das Kabel in einen anderen Anschluss. Einige Benutzer behaupten auch, dass die Aktivierung von Bluetooth auf ihrem Laptop ihnen geholfen hat. Danach erscheint der Ton auf dem Fernsehgerät. Sie können versuchen, Bluetooth in den Systemeinstellungen zu deaktivieren oder Sie können den Adapter im Gerätemanager deaktivieren. In einem Forum wurde als Lösung für das Problem des fehlenden Tons beim Lenovo Laptops angegeben, dass man den Boot-Modus in BIOS ändern müsse. Wenn die BIOS-Einstellungen auf legale Support und legale First-Boot-Modus eingestellt sind, kann es sein, dass kein Ton über HDMI ausgegeben wird und die Lösung besteht darin, den Boot-Modus auf AUFI einzustellen. Suchen Sie im BIOS den Boot-Abschnitt und ändern Sie diese Einstellung. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.